Deswegen haben wir das Thema ausgesucht, Kölner Karnevalsmusik als historisches Kontinuum europäischer Popmusik. Also so ist das Thema des heutigen Abends. Erschrecken Sie nicht ob dieses wissenschaftlichen, des anmutenden Themas. Ich bin sicher, dass es sehr unterhaltsam wird heute Abend für Sie. Und ich will zunächst mal darstellen, was Volksmusik im deutschsprachigen Raum früher bedeutet hat, was das heute bedeutet und was das überall anders auf der Welt bedeutet. Denn es ist leider, muss man von Anfang an schon so sagen, so, dass im deutschsprachigen Raum die deutschsprachige Volksmusik eine andere Rolle spielt als überall sonst auf der Welt. Populus heißt das Volk auf Lateinisch und Popmusik ist eigentlich dann die Musik des Volkes, sprich Volksmusik. Das ist in der irischen Kultur so, in der italienischen, in der türkischen, nur nicht in der deutschen. Wir trennen sehr stark zwischen Popmusik und Volksmusik. In anderen Kulturen geht das völlig ineinander über, was auch historisch, logisch und sinnvoll ist. Das wäre bei uns völlig undenkbar, in der Disco Volksmusik zu tanzen, Volkstänze zu tanzen und Volksmusik zu singen. Das ist aber in allen anderen Bereichen der europäischen Kultur eine Selbstverständlichkeit, weil eigentlich ist Volksmusik etwas mündlich Überliefertes und sobald ich das aufschreibe, ist es unveränderbar. Da stehen die Noten fest, da stehen die Texte fest. Und wenn wir heute was über das Feins Liebchen singen, dann klingt das für uns altmodisch. Aber Feins Liebchen war in Mitte des 19. Jahrhunderts ein hocherotisch aufgeladener Begriff. Wenn ich da mit einer Sextanerklasse ein Lied über Feins Liebchen gesungen hätte, wäre das sofort Anlass für 32 Spontanerektionen gewesen. Das war so ein ganz erotischer Begriff. Und heute ist das ein ganz, was total verstaubtes, altmodisches und kann seine Wirkung eigentlich gar nicht entfalten. Was ganz interessant ist, dass Luther davon ausgeht, dass vierstimmiger Chorgesang entsexualisierend wirkt. Ist vielleicht für Leute, die heute im Chor singen, vielleicht auch ein ganz interessantes Detail. Also um die Musik von allem Unanständigen zu befreien, sind sie dazu auch in vier Stimme gebracht. Nicht aus anderer Ursache, denn dass ich gerne wollte, die Jugend, die doch sonst soll und muss in der Musika und anderen rechten Künsten erzogen werden, etwas hätte, dass sie mit der Bullenlieder und den fleischlichen Gesängen los wurde und an derselben Stadt etwas Heilsames lernete. Wurden also diese unanständigen Lieder zu was Heilsamen verwandelt. Und ich kann ja mal ein so ein unanständiges Lied vorlesen vom Text. Ich kenne leider die Melodie nicht. Ist ja typisch, dass man diese alten Lieder nicht kennt. Die werden auch nicht im Musikunterricht thematisiert. Vielleicht wissen Sie warum, wenn ich es gleich vorlese. Mönch und Nonne. Es ging ein Mönch ins Oberland. Mit einer Nonne ward er bekannt. Sie gingen beid hernach spazieren, er wollte sie weit herüberführen. Der Mönch, der stieg den Baum hinauf, die Nonne, die sah von unten auf. Ach Herr, was ist das lange Ding, das unter eurer Kutten hing? Ach Nonne, das ist mein Messerlein, die Scheide habe ich daheim. Ach Mönch, ach willst du schweigen mir, die Scheide will ich leihen dir. Er führt sie für die Kirchentür und schob einen Riegel für. Er führt sie vor den Glockenstrang, da beutelt er sie 5 Stunden lang. Da ist ein leichter, das ist nicht so gut gereimt an der Stelle. Hier noch ein schönes Zitat aus Köln, das passt gut in den regionalen Rahmen, den wir hier haben, um zu zeigen, wie praktisch ein Rave im Mittelalter ausgesehen hat, im Jahr 1347, wo die Leute bei einem Tanzfest einfach 4 Tage lang durchgetanzt haben, bis zur Bewusstlosigkeit. Im Jahre 1347 sind die Leute am Rhein, Männer und Frauen, Junggesellen und Jungfrauen, Knechte und Mägde, massenweise zu einem Reigen zusammengelaufen und haben getanzt, als wenn sie toll und unsinnig gewesen wären. Allein der Ausgang hat gezeigt, dass dies aus purer Leichtfertigkeit geschehen ist. Denn allein in Köln sind mehr als 100 Frauen und Mägde in solcher Tanzsucht kindertragend geworden. Also alles, was ekstatische Musik ausmacht, was
die Popmusik nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland hineintransportiert hat, ist längst natürlich alles da gewesen, aber wurde dann halt gereinigt. Mariechen sitzt weinend im Garten. Die sitzt eigentlich da, weil sie überlegt, ob sie das Kind austragen soll, was sie von ihrem Vater bekommen hat. Sie ist also von ihrem Vater vergewaltigt worden und überlegt, soll ich das Kind austragen oder nicht. Hänschen Klein ging allein. Da geht es um ganz andere Dinge als in den Strophen, die wir heute kennen. Es ist auch im 19. Jahrhundert dann irgendwo so verändert, dass das Kind schnell besinnt sich, das Kind kehrt nach Haus geschwind. Das fanden die Mütter natürlich toll und haben das über Generationen ihren Kindern als erstes Lied beigebracht. Deswegen ist das eines der bekanntesten Kinderlieder, die es gibt. Im Ursprung ist das Kind aber nicht so schnell zurückgekommen, ist 30 Jahre lang weg gewesen, ist von niemand erkannt worden, darum geht es eigentlich in dem Text, außer vom Mütterlein. Also die Schwester hat ihn nicht erkannt, die Nachbarn haben ihn nicht erkannt, als er dann nach langer Zeit zurückkommt. Es gibt auch Versionen, wo es um incestuöse Verwicklungen zwischen Mutter und Sohn geht, da kriegt dann die Zeile Stock und Hut steht im Gut, plötzlich eine sexuelle Konnotation. Also das hat eine ganz stark farbige und wechselhafte Geschichte. Und die Lieder wurden permanent verändert, wurden musikalisch immer weiter verändert und sind nicht, wie das dann seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist, bei einer Zeit stehen geblieben. Das ist in dem Französischen, in der Italienischen, in der Bretonischen, in der irischen Volksmusik anders. Da sind die Lieder permanent und immer weiter verändert worden. Inzwischen ist das eben Popmusik, ganz neuer Begriff und ganz schräger Begriff ist der Begriff der volkstümlichen Musik. Die gibt es auch nur bei uns. Das ist natürlich keine Volksmusik, hat damit gar nichts zu tun. Es ist keine gewachsene Tradition dahinter. Das sind praktisch Schlager im Gewand der Alpenkulissen, die so tun, als seien sie Volksmusik, die aber keine wirkliche, echte Volksmusik darstellen. Den letzten Todesstoß und den kräftigsten haben dann die Nationalsozialisten den deutschen Volkslied zugefügt, indem sie halt die Lieder wieder auch völlig missbraucht haben, in einen anderen Zusammenhang gestellt haben, wie der Text der Nationalhymne geklittert worden ist, sind auch Volkslieder da missbraucht worden, sodass praktisch in den 50er Jahren das Volkslied völlig tot war. Es war was Historisches, nichts Lebendiges. Und dadurch konnte bei uns die afroamerikanische Popmusik sozusagen in ein Vakuum eindringen. Ein Vakuum von Spießigkeit und Körperfeindlichkeit. Wenn man sich die 50er Jahre vorstellt, dass da so ein Elvis Presley mit ein bisschen Hüftwackeln die Frauen zur Ohnmacht geführt hat, das kann man nicht mehr verstehen. Wenn man die alten Bilder sieht, frühe Beatles-Videos, man sieht vier gekämmte und sauber brave Männer mit kleinen Krawatten auf der Bühne, die bewegen sich so ein bisschen und singen She loves you, yeah, 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 und dann schwingt die Kamera. Also heute würden die bei jedem Schülerwettbewerb durchfallen, wegen langweiliger Bühnenperformance. Dann schwenkt die Kamera um, man sieht ins Publikum kreischende Frauen, Jungs, die vom Sanitäter weggetragen werden, weil sie in Ohnmacht gefallen werden. Da sieht man, wenn die im Mittelalter in Köln hier dabei gewesen wären, dann wären die wahrscheinlich sofort gestorben, unsere Jugendlichen aus den 50er Jahren. Wenn die gesehen hätten, welche Kraft auch und welche Gegenwärtigkeit im Volkslied liegen kann. Viele mundartliche Musik, nicht nur in Köln, sondern überall im deutschsprachigen Raum. Da gibt es ein nahtloses Kontinuum historischer Popmusik, sozusagen, die heute dann Volksmusik ist oder Popmusik, oder wo man es gar nicht mehr die Höhner weiß. Da kann man nicht sagen, ist das Popmusik, ist das Volksmusik. Das ist im Prinzip beides. Wenn der Weil eine viel stärkere Identifikation im regionalen Raum mit den Texten, mit der Musik stattfinden kann und weil die Tradition auch eine bruchlose ist und weil auch selbst noch im Zeitalter von YouTube und vorher CD und Schallplatte es letztlich doch vor allen Dingen eine mündlich überlieferte Tradition ist. Karnevalslieder lernt man beim Schunkeln, beim ersten Refrain lallt man noch so ein bisschen mit, wenn man es noch nicht verstanden hat. Den nächsten muss man dann schon begreifen, so müssen die Lieder komponiert sein, dass man den nächsten schon versteht. Und bei der Strophe
rappelt es noch ein bisschen. Und wenn man dann aber 3 Tage weiter geschunkelt hat, dann kann man die Lieder. Das ist ein typisches Verfahren oraler Tradierung in der Musikpädagogik. Ich höre was und mache das mit und irgendwann kann ich es. So wird in afrikanischen Kulturen Musik gelernt und in Köln funktioniert das sehr ähnlich. Also ganz vereinfacht dargestellt. Es ist also schon wesentlich, auch in Zeiten von YouTube, ist es wesentlich eine orale Tradition, also eine mündliche, überlieferte Musik. Deswegen funktioniert es auch besser. Und die Themen, die bleiben auch relativ gleich. Wenn der Willi Ostermann gesungen hat, ach, was war das früher schön, doch in Colonia. Und in den 80er, 90er Jahren singt Brings, nee, was war das früher für ein super Jahr in der Zick. Ist das genau das Gleiche? Vor 1000 Jahren ungefähr ist die Notation erfunden worden, wurde immer selbstverständlicher, bis in das 20. Jahrhundert hinein, also 1000 Jahre Notation. Jetzt erleben wir langsam, wie die Mittelalterforscher sich wieder damit beschäftigen, dass diese Entwicklung wieder zurückgeht, wieder in eine mündliche Tradierung über Einflüsse afroamerikanischer Musik, durch die internationale populäre Musik, aber auch durch Aufzeichnungsmöglichkeiten. Ich kann ja heute mit dem Mikrofon Musik wesentlich genauer aufzeichnen, als ich das in Noten machen kann. Noten sind immer nur ein Annäherungswert. Es soll sogar Chöre geben, die ohne Noten singen. Es gibt also wieder Tradition, dass man auch von der Schriftlichkeit wieder in die Mündlichkeit zurückkommt. Alles, was afrikanische Musik ausmacht, was Jazz ausmacht, ist in dieser Musik schon vorhanden gewesen. Und Dauer führt das dann der übertreibt das und überspitzt es in der Formel don't call my music Jazz, nenn meine Musik nicht Jazz, weil Jazz ursprünglich einfach nur Scheiß hieß. What the Jazz are you playing? Was für ein Scheiß spielst du da? Das ist der Ursprung der Vokabel Jazz in den USA gewesen. Und er weist nach, dass diese Jazzoiden Musikbereiche alle im europäischen Volkslied drin gewesen sind. Damit Musik auf der ganzen Welt vielfältig auch als Volksmusik regional erhalten bleibt, müsste eigentlich unter interkulturellem Aspekt der Kölner Musiklehrer mit seinen Schülern in der Schule kölsche Lieder singen und die Samba-Gruppe, das können sie in Rio de Janeiro besser als hier in Köln, da sollen die das da machen und die Dialekte müssten gefördert werden. Also die Unterschiedlichkeit von Musik müsste stärker tradiert werden, in die nächste Generation übertragen werden, um nicht irgendwann zu so einem, was in der sogenannten Weltmusik ja zum Teil schon passiert, dass das so ein Einheitsbrei wird, ein bisschen Shakuhachi-Flöte, ein bisschen spanische Gitarre, ein bisschen afrikanische Conga, schon fertig ist der Hit. Du hast die Arbeit begonnen mit einem sehr interessanten Zitat von Max Schwering und Peter Fuchs, die beklagen, es sei, Zitat, das unverdiente Schicksal bunter und munterer Erscheinungen, dass ihnen kulturelles Niveau abgesprochen wird. Inwiefern konntest du in deiner Arbeit unter Beweis stellen, dass der Kölner Karneval ein wissenschaftlich ergiebiges Thema ist? Musik im Kölner Karneval hat ein totales Alleinstellungsmerkmal aufgrund des historischen Hintergrundes und aufgrund der Kultur, in der wir hier halt im Kleinen, im Rheinland und speziell dann in Köln leben. Und diese Kultur wird einfach immer weiter fortgeführt und bleibt halt so, wie sie ist, weil sie in Tradition einfach weitergeführt wird. Es gibt, klar, hier und da gibt es Veränderungen, aber der Kern des Kölner Karnevals ist eigentlich immer der gleiche. Mhm. Du hast ja auch ein schönes Zitat von der Helene Klauser in deiner Arbeit. Die hat eine Doktorarbeit über den Kölner Karneval geschrieben. Die hat den schönen Titel Kölner Karneval zwischen Uniform und Lebensform. Darin geht es auch um die Lachkultur. Das würde mich mal interessieren, wenn du das vielleicht uns mal kurz erklären könntest. Was ist eine Lachkultur? Was bedeutet das Lachen? Was hat es damit auf sich? Okay, die Lachkultur. Also die Lachkultur stammt von Michael Bachtin, ein russischer Literaturwissenschaftler. Und der sagt, dass er erforscht das Lachen im Mittelalter. Gutes Thema hatten wir ja gerade. Und zwar gab es zwei Lebensformen im Mittelalter. Die der normalen Bürger, die sich der Obrigkeit unterworfen haben und die des Karnevals tatsächlich. Und zwar ist das Lachen, richtet sich im Grunde genommen immer gegen den Ernst. Ernst ist autoritär, meistens mit Gewalt verbunden, mit Verboten, mit Einschränkungen.
nur spricht das Lachen nie die Sprache der Gewalt oder des Verbots. Das heißt, es richtet sich, das Lachen richtet sich gegen die Obrigkeit, ohne dabei Worte und Sprache zu verwenden. Und das heißt, das Lachen ist quasi ein Machtinstrument des Volkes gegen die Obrigkeit. Das hat zur Folge, dass durch das Lachen ein Gefühl von Freiheit entsteht. Und diese Freiheit ist leider nur temporär gegeben, nämlich zu der Zeit des Karnevals. Es funktioniert. Also in Köln funktioniert es sehr gut. Und wie man auch sieht, funktioniert es ja auch überregional. Wenn wir jetzt Casala und Cat Ballou sehen, die ja überregional jetzt auf Tour sind beispielsweise, die singen alle auf Kölsch und die Leute finden es super. Es funktioniert ja auch im Vergleich zur Popmusik total generationsübergreifend. Wenn man sich vorstellt, die ersten Blackfoot-Songs seit 1975, die werden heute immer noch gesungen. In der Popmusik geht man davon aus, dass alle 3 bis 4 Jahre fast eine neue Generation entsteht, wo die einen mit den anderen gar nichts mehr zu tun haben wollen, wo die Leute abends ausgehen, das Jahr über. Da gehen die 30-Jährigen nicht dahin, wo die 35-Jährigen hingehen, und die 40-Jährigen gehen dann nicht hin, wo die 45-Jährigen hingehen. Alle haben ihre eigenen Discos, ihre eigenen Locations, wo sie feiern, und da gibt es überhaupt keine Übergänge. Ein Blackfoot-Song, der 30, 40 Jahre alt ist, wird heute von 15-Jährigen genauso gesungen wie ein Song von Casala, der dieses Jahr geschrieben worden ist. Und was noch viel wichtiger ist, dass wieder junge Menschen zu einer Mundart hingeführt werden. Das, was du sagtest, dass man eigentlich mehr in den Schulen wieder die Mundart singen, also wieder Krätzchenlieder singen sollte oder Kölsche Lieder singen sollte. Das funktioniert automatisch, weil die Schüler, ne, weil Popmusik, also die große, es ist ja Popmusik in einen Karnevalskontext gesteckt wird, mit einer eigenen Sprache, die nur hier funktioniert. Mit der sich die Leute identifizieren, abgrenzen natürlich auch, um wieder eine eigene Identifikation zu schaffen. Und das führt dann wieder dazu, dass das generationsübergreifend weitergeht. Ja, ganz herzlichen Dank an Daniel Breinmann. Es wäre der Nazi-Zeit geschrieben worden, als Rheinländer, Pungeschottisch ist auch dieser Rhythmus. Es geht um Denunzianten, die hinter den Gardinen stehen, also die hinter den Gardinen stehen und spionieren. Das sind die schlechtesten Menschen. Die tauchen nichts, da kannst du drauf gehen, die hinter den Gardinen stehen. Und dann singe ich von 1975 direkt nahtlos, da wird sie kaum einen Übergang merken, nur eine neue Tonart, von den Blackfoots, das sind die Lüg, die können nichts dafür. Da geht es auch wieder um die nette Nachbarsfrau von nebenan, die morgens hinter dem Fenster steht und sieht nur sich ins Ahn. Also wo das gleiche Thema mit musikalisch anderen Mitteln, mit anderer Sprache gesungen wird. Die Frau bei den Blackfoots in den 70er Jahren, die spätestens um 11 Uhr weiß, was wir zu Mittag haben, und die ganz genau erzählen kann, wie oft der Meier kann, das hätte wiederum der Jupp Schlösser in seinem Lied nicht gesungen. Das wäre wieder zu unanständig gewesen. Ich singe die mal hintereinander. Die hinter der Jardinge Stoll und Spingse, das sind die schlechtste Mensche. So doe nix, du kannst opion, die hinter der Jardinge Stoll. So doe nix, du kannst opion, die hinter der Jardinge Stoll. Wecken sie nit, die nette Norbesfrau von nebenan, die morgens hinter im Finster steht und seht sich ins an. Die spätestens um 11 Uhr weiß, was mir zu Mittag an. Und ganz genau erzählen kann, wie oft der Meier kann. Jo, das sind die Lücken, die können nichts dafür. Doch stich nicht auch ein ganz gleich Stück davon in dir und mir. Mut zur Bucke auf die Röte, schlaf mit und viel Uhr. Schluffe, Streuer, Klatsch, danke, der Glück, ich und du. Also der Ostermann hat das als Viervierteltag geschrieben. Doch, war
hat vor das früher schön, doch in Colonia. Van der Franz, dem nächsten normale Gobergin und so weiter. Da braucht man jetzt nur ganz wenig zu verändern. Ich mache nur so. Es ist also och, was war das früher schön, doch in Colonia. Hat man praktisch diese Blues-Akkorde darunter, die beim Ostermann wirklich schon drin sind, aber die Kölner, das kommt aber nicht hin mit der Reimform. Da haben die Kölner gesagt, Leben Willi, egal was du da geschrieben hast, das Lied muss so gehen. Och, was war das früher schön, doch in Colonia. Dann kommt plötzlich dann passt der Text wieder zur Musik. Das Versmaß stimmt und es im Walzer stimmt das Versmaß. Deswegen singen die Kölner das automatisch. Wer schon mal jemals allein im Walzer war oder mit einer Band, kennt das Problem. Die Kölner singen da sofort im Dreiviertel. Den muss ich bloß die Dance von Lück beloben, wenn wieder konservativ. Stöße in dem jedes Mal. Franz mit dem nächsten normale Kobergin. Wenn der Peter Erm in Erm mit Apollonia. Und jetzt kommt der klassische Turnaround in jedem zweiten amerikanischen Popsong. Klingt das so. Still fröhlich um Heimweh, harte Knutsche Vieh. Eine typische Kadenz und das spielen wir jetzt mal mit der Troll zusammen. Das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe. Eine ganz alte volksmusikalische Tradition, die seit ungefähr 100 Jahren verloren gegangen ist. Früher war es selbstverständlich, dass in Kirchengemeinden, wenn die in der Kirche gesungen haben, haben die natürlich mehrstimmig gesungen. Das hört man in Südafrika, in Italien ist das heute noch selbstverständlich. Wenn ich heute in der Kirche eine Melodie austerzen würde, würde eine zweite Stimme singen, würden sich alle umdrehen und sagen, was macht der da? Ist also ganz viel an Fähigkeit verloren gegangen, dass wir Musik aus der Improvisation heraus mehrstimmig gestalten können. Und das versuchen wir hier im Chor wieder mit Leben zu erwecken, indem wir nicht nach Noten singen, sondern einfach nur Texte haben und diese Texte mehrstimmig auskleiden. Schöner, schöner, schöner als die Höhner, schöner,